Hallo liebe Dirtbiker, willkommen zurück im neuen Video. Was soll ich sagen? Ihr habt schon im Titel gesehen, ich fahre zum ersten Mal ein GCC-Rennen. Ich habe mich mega gefreut. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir sind zum Saisonauftakt hier in Triptis, im Touring Triptis. Wir haben Sonntag, gestern, Samstag haben die Jungs und Mädels schon eisern durchgezogen. Vielleicht habt ihr es gesehen bei Instagram. Ey, es war eine Schlammschlacht. Nichtsdestotrotz, ich habe mich trotzdem motivieren können. Wir sind natürlich auch Medienpartner und deswegen ist es natürlich auch selbstverständlich, dass jemand von uns, vom Dirtbiker Mac, hier vor Ort ist. Normalerweise macht es der Frank, aber heute habe ich die Ehre. Sonntag, ich werde in der XT2-Klasse fahren. Wie gesagt, mein erstes GCC-Rennen, ich freue mich mega. Aber die Strecke ist schon echt wild. Also da muss man wirklich sagen, ich bin mal gespannt, was geht. Ob ich überhaupt die 2 Stunden schaffen werde. Nathalie ist dabei, auch hinter der Kamera. Wir werden jetzt ein bisschen rumgehen. So Sachen wie Abnahme haben wir schon gemacht. Da gibt es jetzt auch nicht so viel zu filmen. Ihr Kinder ja alle, wie das ist. Ziemlich entspannt. Einschreibung, alles online. Abnahme, Feierabend. Keine 20 Minuten hat das gedauert. Super cool. Super gut organisiert. Und jetzt heißt es, let's go. Wir haben jetzt 12 Uhr, noch 2 Stunden bis zu meinem Start. Wir gucken jetzt einfach mal, was abgeht. Vielleicht können wir ja die Kids, die sind gerade am Fahren, noch ein bisschen filmen. Und dann sehen wir uns gleich. GCC, Alter, was für eine Schlammschlacht. Ja, was halt auch ziemlich steil ist hier beim GCC oder vom Baboons, egal ob jetzt GCC oder Enduro One, jetzt Fahrrad. Wir haben hier die riesige LED-Leinwand mit direkt Live-Teilen. Also hier die Eltern, die Kids wissen jetzt schon ganz genau, welche Platzierung, wie lief es. Schon ganz cool, man kann das ganze Rennen genau verfolgen, wo der jeweilige Fahrer oder Fahrerin ist. Habe ich so bei anderen Events jetzt noch nicht gesehen, deswegen gut ab. Ja, diesmal dürfen sich auch die Kids richtig freuen, weil ich habe noch ganz viele T-Shirts zu Hause gehabt. Habe ich natürlich jetzt mitgenommen, gebe ich jetzt einen Basti vom Baboons und vielleicht können sie ja direkt verteilen, weil die Siegerehrung von den Kids kommt gleich. We'll be right back.
wird nicht besser. Es wird alles schlimmer. Also es wird ein Schlammrennen des Jahrtausends, des Jahres auf jeden Fall. Für so ein Schlammrennen gibt es einiges zu beachten. Wahrscheinlich kennt ihr schon einige Bike-Hacks. Ich mache es trotzdem, weil ich glaube, wenn man am Ende des Tages eine Person das sieht und dann was dazu lernt, ist uns, glaube ich, allen geholfen und dann hat sich das schon gelohnt. Also, der Klassiker schlechthin, Silikonspray. Wieso Silikonspray? Ganz einfach. Hat eine Schutzfunktion vor dem Schlammrennen. Nimmt euch Silikonspray oder WD-40 und sprüht alle Teile vom Motorrad, wo halt dann kein Dreck haften soll, zum Beispiel an den Fendern, am Motor, egal wo. Der Silikonspray hat halt die Aufgabe, dass der Schmutz nicht direkt klebt. Klar, über so ein 2-Stunden-Rennen wird das wahrscheinlich nicht viel helfen, aber wenn am Anfang vielleicht die ersten 10 Minuten ein bisschen weniger Schlamm am Motorrad ist, ist uns geholfen, weil das darf man nicht unterschätzen. Tatsächlich ist da doch am Ende des Rennens immer einiges an Gewicht von Schlamm und wir müssen jeden Sprung, jede Kurve, müssen wir das zusätzliche Gewicht rumheben. Deswegen, Silikonspray, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Jeder hat bestimmt irgendwie einen alten Lappen in der Werkzeugkiste. Klar, Motorrad sauber machen, Hände waschen, alles gut. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp, den ich ganz interessant finde, nämlich beim Schlammrennen. Habt ihr vielleicht schon gesehen, bei Profis, die haben oftmals, oder früher öfters, heutzutage nicht mehr so, haben öfters hinten am Arsch ein Tuch hängen. Warum haben die das hängen? Das ist eine Aufgabe. Nathalie, kannst du ein bisschen näher kommen? Zum Beispiel, ihr nehmt ein Tuch mit, ein altes Tuch, das ist ganz egal, nehmt ein Tuch, tut euch das hinten reinstecken und wenn es mal sein sollte, dass ihr vielleicht mal hinfallt oder was weiß ich, das Motorrad umheben müsst, kennt jeder, sind die Handschuhe voller Matsch. In dem Zeitpunkt kommt unser Tuch zur Stelle, ihr nehmt euer Tuch und macht mit den Händen, packt ihr das, umschlingt das und zieht einmal richtig da dran. So und somit bleibt der Matsch am Tuch hängen und ihr habt einigermaßen wieder saubere Handschuhe. Das ist der Sinn vom Bikehack Nummer 2. Bikehack Nummer 3. Ich habe meine Brille schon zu Hause vorbereitet. Falls ihr euch jemals gefragt habt, warum zwischen den Abreißfolien immer hier sowas, ja, eine weiße Schicht ist, zwei weißes Papier, das hat zur Aufgabe, das könnt ihr, nachdem ihr eure Brille vorbereitet habt, als letztes hier drauf machen und ihr seht schon, die Brille ist sozusagen für den Regen oder für Schmutz erstmal geschützt, bis es zum Start geht und ihr die dann anziehen könnt. Bikehack Nummer 4, der Klassiker schlechthin. Jeder hat zu Hause eine alte Glasscheibe oder Brillenscheibe, Brillenglas rumliegen. Einer immer mal aufheben, aus dem einfachen Grund, für Schlammrennen. Wir bauen uns aus dem alten Brillenglas und ein bisschen Panzertape ein verlängertes Helmschild, hat zur Aufgabe, dass, wenn wir hinter jemanden fahren, er gibt Gas, wühlt Schlamm auf, tun wir automatisch unseren Kopf nach unten, um uns zu schützen, und durch das verlängerte Helmschild haben wir halt noch mehr Schutz. Tipp fürs Gegenteil, zum Beispiel im Sommer, wenn beim zweiten Lauf die Sonne tief steht, nehmt euch ein getöntes Brillenglas, oder kann auch ein normales Brillenglas sein, müsst ihr nur Panzertape ordentlich nehmen und baut das gleiche nochmal, weil so habt ihr einen verlängerten Sonnenschutz. Kennen aber schon viele, das ist sowieso der Klassiker schlechthin, aber ja, Brillenglas, Panzertape, billiger geht's nicht. Ja Leute, ein Hack ist mir noch eingefallen, den benutze ich tatsächlich auch noch nicht so lange, aber soll ja Leute geben, die öfters mal Probleme bei so einem Mehrstunden-Enduro oder generell beim Enduro-Fahren haben, am Po. Probleme am Po. Ich gehöre leider, Gott sei Dank nicht dazu, das soll auch gerne so bleiben, aber ich benutze es trotzdem. Nämlich war ich letztes Jahr zum ersten Mal beim 4-Stunden-Enduro in Grimbroich. Weil es so kalt war, habe ich hier die Fahrradhose angezogen, die ist gepolstert und das fand ich ziemlich geil. Also es war ziemlich angenehm. Kleiner Tipp, also falls ihr Probleme habt mit dem Po bei so Mehrstunden-Enduro, da hilft oft erstmal hier so eine Fahrradhose, gibt es überall bei Decathlon, es gibt auch hochwertige, das ist jetzt eine sehr hochwertige, kann ich euch nur empfehlen. Vorteil beim Schlammrennen ist natürlich, das ist sozusagen eine Latzhose, heißt der Rücken ist komplett geschützt und der Vorteil ist,
wir kennen es alle, zwischen Jersey und Hose ist ja dann oftmals eine Stelle, wo Matsch hinten in die Bruchritze macht. Ist hier da, dank der Latzhose, kann das auch nicht mehr sein. Also eigentlich ganz cool, vielleicht mal ausprobieren. Wie gesagt, mein Bike-Hack für Schlammrennen Nummer 5. Ja, leider nur noch wenige Sekunden, Minuten bis zum Start. Ich bin heiß, es sind so viele Fahrer doch hier. Naja, die Reihen hinterher sind ein bisschen leer, aber macht's Beste draus. Adios, Cross Country, let's go.
Alter, so schnell. Bleibt ihr vorbeigefahren. Leute, Leute. Ich glaube, das spricht schon für sich hier. Ich weiß nicht, ob ich jemals sowas Hartes gefahren bin. Alter, das war alles, ey. Ich habe schon gar schon das Ergebnis. Tier für die Startnummer 159 ist unterwegs auf die Husqvarna, Alexander Gellert. Ja, der dritte Platz in dieser Klasse geht an die Startnummer 142.